Was läuft? Ich bin zu meinem Film gerade, ne? Wir gerade da. An der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Digga. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Oberhausen. Wir sind hier bei unserer altbekannten Tankstelle Shell. Wir tanken einmal das Auto, dann geht es eigentlich auch direkt schon los. Wann ist Einlass? Ab 18 Uhr. 16 Uhr gibt es die letzten Abendtickets. Wir haben ja so oder so Ticket. Wir haben ja dieses VIP-Ticket. Auf den. Wir sind heute Klasse A. Ich war ja gestern im Kino, ne? Und ich habe mir den Film Rheingold angeschaut von Ratha. Und ich muss ehrliches Feedback abgeben. Ich schwöre, ich finde den Film unnormal krank. Also großen Respekt auf jeden Fall an Ratha, wenn ich ihn irgendwann sehen sollte. Ich küsse seine Glatze. Was war die Frage, wie lange der Film ging? Ja. Der Film ging, glaube ich, 1 Stunde 30. Ich bin mir nicht sicher. Also war ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall. Wirklich. Kann ich jedem empfehlen, Digga. Ratha stirbt in der letzten Folge. Ich bin gespannt. Heute geht's ja nach Oberhausen, worauf ich halt derbe Bock habe und worauf ich auch derbe gespannt bin. Es werden 12.000 Leute vor Ort sein, ne? Wahrscheinlich wird die Halle jetzt nicht komplett ausverkauft sein, aber wir rechnen auf jeden Fall mit 8.000 bis 10.000 Menschen. Da wird auf jeden Fall Stimmung sein. Ich weiß ja, bei meinem Kampf waren 4.000 oder 3.000 Leute da. Da war ich schon krasse Stimmung und jetzt mit 8.000, 9.000 Leuten. Ich sag dir ehrlich, jedes Foto werde ich abnehmen. Ich habe heute VIP-Ticket. Wir sind nicht auf einer Wellenlänge, Bro. Schade. Was ist der aktuelle Stand? Wer? Was ist der aktuelle Stand? Warte, ich dachte, der redet Arabisch. Der aktuelle Stand der Abonnenten, das muss man ja auch wissen. Achso, der aktuelle Abonnentenstand? 87.512 Abonnenten. Also wir stehen kurz vor den 100k. An jeden, der gerade zuguckt und noch nicht abonniert hat, du musst es auf jeden Fall machen. Bei Jalous habe ich so das Bedenken, so, sobald er irgendwie angelockt ist, dass der Trainer direkt Handtuch wirft. Stell dir mal vor, die werfen Handtuch wegen Jalous. Ich spreche rein, ich werfe Handtuch zurück. Ey, auf den, mal. Oh, kämpf mal weiter so mäßig. Ich bin gespannt. Also 8.000 Menschen, 9.000 Menschen, das wird auf jeden Fall geil sein. Und wir versuchen euch natürlich den bestmöglichen Eindruck mitzugeben. Bruder, wir müssen eigentlich schon direkt los und der Typ von der Tankstelle guckt mich an, ich muss zahlen. Jedes Mal, wenn wir diese scheiß NRW-Richtung fahren, Richtung NRW, immer Stau. Ich sehe immer diese Warnblinker. Weißt du, wie gut es eigentlich die Leute haben, die im NRW-Bereich wohnen? Sagen wir mal jetzt Düsseldorf. Boah, die können einfach entspannt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fahren und sind direkt in der Arena. Wir müssen Dings, halbe Niere verkaufen. Und ich sag dir ehrlich, ne, zum Beispiel Jalous, Bruder, du kannst nicht boxen. Und dann verstehe ich auch diese ganzen professionellen Boxer, die dann sagen, ey, ist eine Schande für das Boxen, weil die kriegen nicht diese Aufmerksamkeit, Bruder. Manche Leute sind professionell am Boxen und haben noch nie vor 12.000 Leuten geboxt. Ihr habt so gut geboxt. Aber man muss auch fairerweise sagen, jeder, der sich in den Ring stellt, ist für mich einfach ein Mann. Weil, Bruder, du brauchst Eier, dass du dich in den Ring stellst. Glaub mir, der Ring ist schon eklig, aber weißt du, wie die meisten Leute denken? Die jetzt bei Universum und so jetzt da mitkämpfen. Die denken sich, ich gehe einfach in den Ring, krieg mein Geld, ob ich es gewinne oder nicht, ist egal. Da sind wenige Leute dabei, die sagen, ey, die kämpfen da wirklich aus Leidenschaft oder weil die sagen, die haben richtig Bock drauf zu kämpfen. Ich schwöre, für mich war ja anfangs so, ich hatte ja nicht mal Bock überhaupt auf diese Pressekonferenz. Das war richtig cringe. Man hat auch gemerkt, ich saß einfach wie ein toter Vogel. Ich hatte gar keinen Bock auf diese Pressekonferenz, weil ich finde das derbe cringe. Bei mir war eigentlich nur im Hauptfokus, ich wollte nur kämpfen. Ich wollte einfach nur diese Erfahrung sammeln, im Ring zu stehen. Ich hab so gut geboxt. Auf Ernst, Marlon ist der Beste. An der Stelle, Marlon, wenn du das Video siehst, du bist der Beste, ich schwöre. Der Typ ist immer so dauergestresst, der stirbt wahrscheinlich in 5 Jahren. Ich bin David gespannt, Jungs, auf Ernst. Bruder, Kämpfe live zu sehen, ne, ist viel geiler, weil du siehst richtig diese Schweißtropfen, die so durch den Handschuh fließen. Oh. Das klingt komisch, aber wenn du jemanden eine Bombe haust, du siehst richtig diesen Schweiß, wie die ganzen Lichtern. Ich schwöre, das siehst du in den Dings. Was meinst du? Bruder, weil du dann denkst, du bist dabei. Ich mach doch mal so. Du kämpfst doch auch heute. Ich? Ja, ich weiß. Das Leben ist ein Kampf, Bruder. Aktueller Stand. Wir haben jetzt ungefähr noch 2 Stunden 40 vor uns. Setz hier gerade an der Tankstelle und einmal kurz ein paar Getränke. Ich sag euch so, wie es ist, ne? Stau fickt Leben. Ich schwöre. Ich glaube, der Stau war gerade länger als die ganze Fahrt, die wir gefahren sind, ne? Da stand eigentlich drauf 9 Minuten, die wir jetzt im Stau sind, aber wir waren einfach eine Stunde drin. Aktuelles Outfit, kannst du einfach kurz runterfilmen. Wir machen jetzt nicht, wie es aussieht. Aktuelles Outfit, schwarze Schuhe, dazu passt eine schwarze Jogginghose und natürlich T-Shirt von Smiledog. Trage ich eigentlich oft beim Sport, weil es einfach so ein lockeren Stoff hat und einfach, man ist gut bewegt. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich vom Dinge dem Typen in die Fresse hauen, weil es einfach so beweglich ist. Machen wir natürlich nicht, Gewalt ist keine Lösung. Checkt es auf jeden Fall ab. Mit meinem Code spart ihr 10% bei meinem Einkauf. Was geht? Alles gut. Was geht, alles gut? Darf ich für das Video einen Ratschlag machen? Null. Mach. Ein Ratschlag? Hau raus. Ratschlag? Ich dachte, du willst irgendwas sagen, Digga. Ich mach ein Powernap, Jungs. Fahr Hauptsache nicht in so einen LKW. Wir befinden uns jetzt gerade circa 10 Meilen von der Arena entfernt. Wir haben es endlich geschafft. Mit ein bisschen Verspätung, aber die Vorfreude ist immer noch da. Wo ist meine verdammte Jacke? Ich habe einen anderen Haarschnitt. Ich habe euch ja gesagt gehabt, dass ich meine Haare ein bisschen wachsen lasse. Und deswegen ziehe ich die so ein bisschen nach hinten. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Jeffrey Dahmer. Und ich habe auch zu den Jungs eben gesagt, ne, Hand aufs Herz, jetzt wo man die Arena sieht und weiß, dass da ungefähr 12.000 Leute reinpassen, hat man echt schon Bock da zu kämpfen, Digga. Aber ich sag euch so, wie es ist. Wenn, dann habe ich wirklich Bock, K1 zu kämpfen. Boxen ist cool, macht Spaß, aber K1 ist geiler, Digga. Weil ich will diesen Leuten in die Eier treten, Bruder. Das macht mehr Spaß. Jetzt, wenn man kurz vor der Halle ist, Bruder, hat man noch mehr Bock. Weiß ich mein? Ich sehe schon Tinnitus. Rückfahrt, Ohr piept. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in Halle. Bruder, wir sind vor irgendeinem Eingang, ich weiß aber nicht welchen genau. Wann ist dein nächster Kampf oder gar nicht mehr? Bruder, bald. Bestimmt. Kannst du irgendwas sagen schnell? Den erkennt man sofort, den Bruder. Lass schnell reinlaufen, weil ungelogen jetzt Younes gegen Jalous. Jetzt schon? Jetzt. Dies jetzt. Jetzt. Bruder, dann lass doch rennen. Junge, warum habe ich dann in die Optics Arena gekämpft?
Hättet ihr gesagt, hier hätte ich hingekämpft. Du, die Arena ist krank. Aber ich hätte aber auch deutlich mehr flattern gehabt, ne? Ja, flachst du schnell mal, du bist auch nicht. Danny sagt, komm mal. Will ich mit dem? Ist auch so. Ist auch so. Oh, Danny. Was geht, Bruder? Alles gut. Da ist unser Bruder, Digga. Steh da. Jetzt kann ich Foto geben. Danke dir, Digga. Er macht einfach Handy aus. Macht die gute Sicht eigentlich. About you, dein Fashion Online Store. Kannst du mir einen kleinen Gefallen tun, Bruder Herz? Jetzt kommt's. Kannst du ein kleines Video für mich machen? Ja. Du musst nur eine Handbewegung machen, ja? Eine Handbewegung? Du musst nur so machen. Nein, das so oder so, keine Ahnung. Nein, nur so, nur so, Bruder Herz. Du bist dann gechillt, weißt du? Achso, das ist wahrscheinlich nicht der Trend, Bruder. Das ist der Trend, wie du bist. Chill, ne? Komm mal vor. Ey, Jungs, hier mit Dennis Sabe. So, was geht? Was geht? So. Aus Dortmund. Herzlich willkommen, Alexander Kalassi. Kannst du einmal Karina grüßen? Wen? Karina. Karina? Schöne Grüße, Karina. Pass auf, tschau. Er bricht einfach Video ab. Danke dir. Einfach der Fresheste aus dieser Veranstaltung, Digga. Ich schwöre, einer der Fresheste. Und wo sind die anderen Jungs? Ich glaube, auf der Seite alle verteilt, ja. Lass mal ein Bild machen, Alter. Sehr gerne, Bruder, sehr gerne. Mit dem oder mit dem Kamera machen wir ein Kamerafoto. Alles gut, wie geht's dir? Bei dir? Alles schön, gut, dich zu sehen. Wir sehen uns gleich, hoffe ich. Hat er mich festgemacht, ne? Ja, du, wir nageln dich immer fest. Wenn du da bist, müssen wir dich haben. Ich merk schon. Geiler Typ, Alter. Was geht, Alter, Typ, Mann? Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, weit. Bei euch? Wie fühlst du dich? Gut. Also würde ich kämpfen gerade. Warum kämpfst du nicht? Oder wenn er K1? Nein. Der Maschine. Wie geht's, mein Bruder? Alles gut. Zweite Freshling. Wie geht's? Alles gut? Wer selber? Was geht, Freunde? Alles gut. Wie geht's, Maschine? Sehr schön. Läuft alles? Alles gut. Bei dir? Sehr schön. Alles nach Plan? Alles nach Plan. Wenn was ist, ich schreie sowieso. Dieser Kampf, der jetzt ansteht. Julius gegen Jalous. Sitzt hier gefühlt fast in der ersten Reihe. Es ist schön, dich wieder jetzt zu sehen. Wechsel gleich einmal zum Objektiv, damit man auch jeden Probe sieht, der gleich steht. Definitiv. Ich glaube schon, dass danach so dieser Punkt ist. Schicke euch alle aus meinem Herzen in die Hölle, grüß den Teufel von ihm. Wisst ihr, was das Ding ist? Klar hat Julius jetzt keinen krassen Gegner, ne? Aber der Druck bei ihm ist trotzdem höher, weil die Erwartungen auch hoch sind. Das heißt, jeder geht davon aus, dass er genau ist. Und er geht jetzt mit dem Gang rein, ey. Da ist jetzt mehr mit Druck auf mir drauf. Ich höre mich selber nicht, da kann ich nicht reden, sorry. Mädchen ist auch hingekommen mit dem Schild. Die ganzen Kanaken sind durchgedreht. Auch er wurde die Halle war lauter denn je. Also ich muss jetzt schon mal sagen, meine Einschätzung, Julius macht das Ding safe, Bruder. Anfangs dachte ich mir, okay, geil, der macht viele Jabs, also Jalous. Aber beim Jab ist er die ganze Zeit offen, das ist das Problem. Einfach Beyblade. Das passiert, wenn ihr einfach beim Controller irgendwelche Tasten drückt. Oder ich glaube, Julius ist auch noch ein bisschen gehemmt. Wollen wir die durchsehen bei der Frau? Weißt du, wie sie morgen durch die Stadt läuft? So! So! Der Krasse bist du, Bruder! War das meine Cousine? Niemals! Auf Ernst? Du weißt nicht, dass sie ist. Ich weiß! Also ich wusste, dass sie einen Job angenommen hat, aber ich wusste nicht, dass sie den Job angenommen hat. Single? Ja! Ich hab meinen Mundschutz. Jalous war vor mir, ne? Ich wollte Julius helfen wegen Arm, aber ich gebe 200 Kilo.
Ich mach so, es geht nicht. Eigentlich, wir gehen alle davon aus, dass bei Sinan Jumbo Abdallah eskaliert. Ja, ja, das hier eskaliert, ist krass. Aber ich sag dir ehrlich, derbe große Fotzenaktion von Janus, Digga, dass er den Arm festhält, Bruder. Ja, das ist für mich, Bruder, eigentlich ein Grund für Disqualifizierung. Keine Ahnung, was passiert. Hast du gesehen, Abi? Er hat einfach Arm gehalten. Ja, ist doch normal. Das ist normal. Keine Handel, aber das ist ringgeknertig. Jetzt den Sack. Hast du Adana gegessen heute? Es geht weiter! Walla Villa, ich dachte, Seven in White ist woanders. Stell dir mal vor, du bezahlst Geld für Tickets und du chillst einfach auf dem Boden. Das war echt dreckig von Janus. Ich habe ihm davor noch Props gegeben mit, ey, krank, wenn du in den Ring gehst, du stehst dein Mann. Aber wenn du dann zur Kabine gehst, Bruder, dann ist es echt ein Mädchenaktion. Von Janus, Bruder, wer geht denn in die Kabine? Hallo. Hier sind 12.000 Menschen, die sehen wollen, wie du kämpfst. Oder die sich einfach den Kampf anschauen wollen, dafür Geld gezahlt haben. Und du pickst einfach in die Kabine, Digga. Bist dann runter, damit das Wetter wird. Abi, hast du Adana gegessen heute? Ja, ich hab vorhin endlich mal nach 8 Stunden was gegessen und ihr sagt aber Bruder, man hat so Zwiebel gerochen, ne? Wenn du im Ring stehst, es ist nicht so, wie du redest. Nein, und viel nein. Das ist verdammt harter Sport. Das ist Ring. Das Ding ist, was die Leute vergessen, du kannst so groß reden, wie du willst. Im Ring stehst du alleine da. Natürlich. Wollt ihr mich verarschen, Digga? Viele verwechseln Boxsport mit Hotel. Du kannst nicht reingehen und wieder rausgehen. Nein, nicht. Junge, du bist im Ring, aber noch bleib doch drin, Alter. Das kann's nicht sein. Ich storniere Ticket. Aber egal, wir sehen uns bestimmt gleich wieder, ne? Besser, Mann. Wir haben heute noch drüber geredet. Wenn ihr ein Boxautomat ist, schlagen wir dagegen. Ich mach Kick-Loss. Gleich erfällt. Einmal schlage ich Stauzi wie ihn. Ich fahr schon nach Hause. Elek! Noch drei Schiege, Jungs. Kann ich, Bruder. Komm, ein letzter noch, Jungs. Stell dir, du kriegst sie einfach auf Nase. Bruder, bei ihm merkt man das nicht, ne? Er lehnt sich so zurück, du denkst dir, er beginnt eigentlich. Auf einmal, er haut rein. Natürlich, wir sind heute beim Ring Sport hier, aber natürlich haben wir sehr viele Teams auf der ganzen Erde. Gleich ist es soweit, auf den Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Sinan gegen Mo. Das war echt ein derbe Platz, ne? Ich bin richtig müde, Jungs. Aber wir werden uns den Kampf auf jeden Fall anschauen. Wir haben uns auch extra diesen Platz ausgesucht, weil vorne wird es safe eskaliert. Vorhin gab es schon ein paar Eskalationen, deswegen sind wir auf Sicherheit hier. Wir gucken uns den Kampf jetzt hier gleich an. Jawohl! 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 Ruhig, ruhig! Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab Bob auch unterschätzt, ne? Sinan, Junge! Sinan! Was geht ab? Auf jeden Fall auch mal hier auf der Seite. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus, er ist auch Aral-Mitarbeiter bei uns um Ecke in Frankfurt. Ich dachte halt vorher, weil durch den Kampf, den er vorher hatte mit Smolik und so weiter, haben wir ja gerade eben schon mal bequatscht. Oder das Ding ist mit Smolik, ich habe den Kampf, guck mal, ich habe von Moab danach noch gar keinen Kampf gesehen, ne? Ich habe nur das gesehen mit Michael Smolik und ich sehe, der umarmt die ganze Zeit. Der hat ja nicht mal was gemacht, kein nichts und so. Ich dachte mir, okay, der wird genau so gegen Sinan kämpfen. Ich schwöre dir. Auf einmal, ich gucke, Sinan dreimal auf Boden. Ich bin ehrlich, ich dachte, okay, der hat 16 Kämpfe gehabt, der ist jetzt so und da kuscheln, die sind das, vielleicht ist er nicht mehr der Alte. Scheinbar war dann Smolik doch ein guter Gegner, würde ich sagen, oder? Ja? Ich schwöre dir, Alter, ich bin ne? Du winkst, Alter, Alter, der hat mich rausgenommen, Alter. Sondern du, komm. Von der Schwester. So, ich wusste, Mo wird gewinnen, weil es ist ein Boxer. Das ist nicht umsonst ohne Grund ein Boxer geworden. So, müsst ihr so denken. Ich kenne den nicht mal. Aber ich dachte mir so. Ich fang Untertitel rein. Ey, ich fang Untertitel rein. Das so, wird jetzt jeder in Deutschland sagen. Ist es ein Boxer? Mein Gedächtnis ist
mein Gedächtnis ist jetzt nicht so krass jetzt, ja, aber ihr wisst selber, schwer für Sina. Baller wieder, CD ist hängen geblieben, ne?